Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns die exotischen Füße für den Jäger an, die Kanonenschützen, gibt ein kleines Review. Diese Exo-Füße sind mit der Season 9, also Season der Dämmerung, ins Spiel dazugekommen und wir schauen uns an, was die Fähigkeit kann und auch, wie sie sich im PvP sowie im PvE spielt. Fähigkeitstechnisch haben wir hier als Exo-Fähigkeit Abschiedsgeschenk drauf. Ausweichen hinterlässt einen Sprengsatz, der nach kurzer Verzögerung explodiert und Feinder in der Nähe Schaden zufügt. Das sieht so aus, das heißt, wenn wir eine Ausweichrolle machen, spielt keine Rolle, ob es eine Drehung ist, um nachzuladen oder der Ausweichrolle, um den Nahkampf aufzuladen. Wir hinterlassen dann eine Bombe, sage ich mal, die explodiert und den Feinden Schaden zufügt und uns selber nicht. Das Ganze ist im PvE eigentlich ganz witzig, das heißt, wir haben Feinde, die uns im Nahkampf angreifen wollen, wir machen eine Ausweichrolle und die Bombe explodiert dann und tötet die Feinde. Gerade wenn es schwache Feinde sind, machen wir da recht viel Schaden und killen die sofort. Bei etwas stärkeren Feinden machen wir natürlich nur Schaden und können die nicht sofort killen, ist aber trotzdem ganz angenehm im PvE. Das heißt, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, wir können auf sie zurutschen, dann eine Ausweichrolle machen, wir können mitten im Geschehen schießen und dann merken, oh, wir brauchen eine Ausweichrolle. Das Ganze lässt sich natürlich mit Unsichtbarkeit kombinieren, das lässt sich mit verschiedenen Mods kombinieren, mit verschiedenen Fokusmöglichkeiten, wo wir dann wieder schnellere Aufladung von der Ausweichrolle haben. Das heißt, hier haben wir durchaus viele Möglichkeiten, mit dieser Fähigkeit zu arbeiten, um dann eben die Bombe etwas zu verstärken oder häufiger einzusetzen. Im Großen und Ganzen, im PvE, muss ich aber sagen, ist es mehr eine nette Spielerei. Es ist keine Exo, wo ich jetzt sage, die braucht man unbedingt, um sie in Raids mitzunehmen oder da muss man unbedingt die Dämmerungen damit machen. Sie ist witzig, das heißt, wenn man sie hat, kann man sie ausprobieren, sie macht durchaus Laune da, kleinere Feinde mit dieser Bombe zu killen, ist ganz nett, aber ja, ist mehr eine Spielerei als Exo, aber eine witzige Spielerei, auf alle Fälle. Als Nachhang noch ganz kurz, mit der Super können wir das leider nicht kombinieren, das heißt, wir können nicht in die Super gehen und in der Super dann Ausweichmoves machen und dann die ganze Zeit die Bomben in die Luft jagen lassen, denn Ausweichrollen in der Super zählen hier zu dieser Exo scheinbar nicht dazu, wäre ganz cool gewesen, aber vielleicht noch ein bisschen zu stark, deswegen nur die normale Fähigkeit, das heißt, wenn wir nicht in der Super sind, zählt hier als Bombe dann und die explodiert und macht den Feinden Schaden. Tja, und im PvP ist es endlich aufgebaut. Wir haben auch hier eine Exo, die zwar viel Spaß macht im PvP, aber ist jetzt nicht eine Exo, die man mitnehmen würde, wenn man irgendwie kompetitiv unterwegs ist, um da das möglichst Beste aus einer Exo rauszuholen. Sie ist witzig, man kann sie im PvP brauchen, hier und da hat man dann Situationen, wo man gegen einen Feind kämpft, wir machen Nahkampfschlag, dann ziehen wir uns mit der Ausweichrolle zurück, töten ihn. Der Schaden hält sich auch in Grenzen, das heißt, wir können hier durchaus ein bisschen Schaden machen im PvP, aber wahnsinnig viel wird das nicht zum Einsatz kommen. Es gibt da schon witzige Momente oder witzige Möglichkeiten, die man da ausspielen kann, aber auch hier eben, es ist eher eine exotische Spielerei als Exo-Rüstung, als wirklich eine exotische Rüstung, die man mitnehmen sollte für PvP oder auch für PvE. Sie macht Spaß, auf alle Fälle, wenn man sie kriegt, probiert sie aus, sie macht Laune. Aber eben, es ist mehr eine nette Spielerei. Gut, das war es eigentlich auch schon von meinem Review zu dieser Exo. Ihr dürft gerne mal in die Kommentarspalte reinschreiben, was ihr von dieser exotischen Rüstung haltet, ob ihr die Fähigkeit cool findet, ob ihr sagt, jo, geht so, einfach mal Feedback ab in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like da, um mich und das Video zu unterstützen. Ihr wisst ja, wie YouTube und der YouTube-Algorithmus funktioniert. Liken, kommentieren unterstützt den YouTuber sehr. Gut, dann bleibt mir am Ende nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.